Grüezi Servus und Hallo, danke fürs Einschalten und schön, dass ihr mit dabei seid. Ich habe wieder mal ein Paket bekommen und zwar ist das ein bisschen ein besonderes Paket, denn Community-Mitglied Jens, der in die USA ausgewandert ist und dort selber Aufbereiter ist, hat mir ein paar Detailing-Produkte zukommen lassen, aus denen heraus sich sehr, sehr spannende und interessante Tests für die Zukunft ergeben und deswegen würde ich sagen, packen wir dieses Paket doch gemeinsam aus. Gut, dann starten wir mal. Das Öffnen dieses doch recht großen Pakets, das liegt aber auch dran, dass Jens und seine Frau, liebe, liebe Grüße an euch in die USA, das wunderbar verpackt haben. Oh, und sogar eine schöne Karte dazu. Die lese ich euch direkt mal vor. Lieber Andreas, vielen Dank für deine hervorragenden und fundierten Tests und Erklärvideos. Es macht viel Freude, dir zuzuschauen. Hab viel Spaß mit den beigefügten Produkten. Merry Christmas. Mit lieben Grüßen von Jens und seiner Frau. Vielen, vielen Dank, Jens. Das ist sehr, sehr, sehr lieb von dir und von euch. So, jetzt geht's aber ums Paket. Also ihr seht schon, da ist ganz, ganz viel Stopfmaterial dabei, damit die Sachen auch heil hier bei mir ankommen. So, ja, ich sehe schon so viele schöne Sachen. Also, wo fangen wir denn an? Ich muss mir da mal einen kurzen Überblick verschaffen. Ja, also, wir fangen, glaube ich, hier an. Ganz, ganz brandaktuelles Produkt aus den USA, nämlich der Turtle Wax Hybrid Solutions High Perform Wheel Cleaner and Tire Prep. Die ganz neuen Produkte von Turtle Wax wurden ja von einigen YouTubern in den USA schon wieder in den Himmel gelobt und da können wir jetzt mal gemeinsam dann in Zukunft anschauen, ob die Produkte wirklich das halten, was sie versprechen, vielleicht sogar noch bevor sie hier bei uns dann erhältlich sind. Was hier definitiv schon mal spannend ist, ist, dass der Sprühkopf, der hier drauf ist, ein schäumender ist. Das heißt, das Produkt soll dann auch aufschäumen, wenn man es aufträgt. Und damit werden wir uns dieses Produkt dann in Zukunft mal anschauen. Sehr schön. Dann, ich glaube, hier sollten noch weitere neue Produkte von Turtle Wax mit drin sein. Wo haben wir es denn? Ja, genau, das ist der Turtle Wax Hybrid Solutions Pro Rapid Decon Technology Wheel Cleaner and Iron Remover. Also ein Felgenreiniger mit Wirkindikator bzw. ein Flugrostentferner. Auch da wird einiges versprochen, schauen wir uns dann gemeinsam an in einem Video, bei dem wir uns die Felgen bei dem Auto mal genauer anschauen. So, dann noch ein Produkt. Ja, auf das war ich mitunter am gespanntesten. Ist das ein Wort? Gespanntesten? Ja. Hybrid Solutions Graphene Acrylic Tire Shine Spray Coating. Also eine Reifenpflege bzw. eine Reifenversiegelung auf Acryl- und Graphenbasis. Das heißt, auch das ist ein Produkt, was in meinen großen Graphenvergleich mit aufgenommen wird und sich beispielsweise gegen die Graphenreifenpflege von Adams dann behaupten muss. Sehr schön, haben wir das auch. Ich glaube, das war es dann auch mit den neuen. Denn was wir jetzt hier noch haben, ist einmal, zweimal, genau, sehr gut. Und ich habe da unten noch eins stehen. Denn was dieses Produkt spannend macht, ist, dass Turtle Wax Ice Seal and Shine gibt es in dieser Form in Deutschland nicht. Da heißt es ein bisschen anders. Und da wollte ich mit euch zusammen herausfinden, ob dieses Produkt, was in USA und in England sehr, sehr viel Lob erhält als eine sehr hydrophobe und sehr standfeste, besonders chemieresistente Versiegelung genießt, ob das hier das gleiche Produkt ist und gleich gut performt wie das, was wir bei uns hier in Deutschland bekommen, beziehungsweise ich sage mal in Zentraleuropa. Zusätzlich hat dann der Jens gesagt, es wäre für ihn sehr spannend zu wissen, ob die alte und die neue Formulierung vom Ice Seal and Shine die gleiche ist und deswegen hat er mir hier seine alte Flasche geschickt und noch zusätzlich die neue Flasche. Denn das Gerücht ist, dass es hier irgendwann einen Wechsel in der Formulierung gab und dass die alte Version, ähnlich wie beim Soft 19, ein Fusocoat, deutlich besser gewesen sein soll, als es die neue ist. Der Grund oder das Gerücht, das hier rumschwirrt, ist relativ einfach, weil Turtle Wax dann mit dem neuen Ceramic Spray Coating auf den Markt gekommen ist und später dann mit dem Graphene Flex Wax, haben sie sich gesagt, ja, wenn das Produkt hier zu gut ist, dann holen sich die Leute unseren neuen Produkt nicht, also müssen wir das hier ein bisschen schlechter machen. Genau das werde ich mir dann in einem Video anschauen, denn das hatte sich der Jens gewünscht und ich glaube, das hat der Jens auch verdient für dieses wunderbare Paket, das er uns hier geschickt hat. Dann haben wir hier noch mehr Graphene-Sachen. Ich packe mal alle schnell aus. Jawohl. Upp, bleibt hier. Und dann noch das hier.
und dann noch das hier. Also, das sind die neuen Graphene-Sachen von McKees. Die sind wirklich ganz, ganz brandaktuell und neu auf den Markt gekommen. Wir haben hier einmal das Graphene Tire Shine, also noch eine Reifenpflege mit Graphene, die ich vergleichen kann. Wir haben hier das Hydro Graphene Ceramic Coating, also eine Sprühversiegelung, die ich mit anderen vergleichen kann. Ich habe das Graphene Auto Wash, also ein Graphene Shampoo, auch da habe ich schon einige hier. Ich habe den Graphene Detail Spray, auch das ist ein Produkt, das ich mit anderen direkt vergleichen kann. Und das Graphene Deep Gloss Ceramic Sealant, also eine Versiegelung bzw. ein Flüssigwachs. Sehr, sehr, sehr viele schöne Produkte, gerade im Graphenbereich, die in meinen ganz, ganz großen Graphenvergleich mit reinkommen werden, die wir uns gemeinsam anschauen. Jens, vielen, vielen, vielen Dank. Das wird für sehr, sehr viele spannende Videos dieses Jahr sorgen. Und dann zu guter Letzt hat er mir noch einen Riesenwunsch erfüllt, denn ihr wisst ja, dass ich persönlich die Innenraumdüfte von den Chemical Guys sehr, sehr mag. Ich bin da wirklich ein großer Fan von. Gerade vom Rico Horchatas, gerade vom American Apple Pie, die riechen wunderbar. Aber es gab einen Innenraumduft von den Chemical Guys, der ist bisher bei uns in Zentraleuropa noch nicht verfügbar. Den gibt es nur in den USA und ich wollte den unbedingt haben. Und wenn ihr gleich dann seht, was das für ein Innenraumduft ist, werdet ihr auch verstehen, warum. Denn die regelmäßigen Zuschauer unter euch werden wissen, dass meine absolute Lieblingsduftrichtung Zimt ist. Und deswegen habe ich hier direkt ein paar Flaschen, weil ich wollte das auch als Geschenk dann für ein, zwei Community-Mitglieder noch haben. Die werden das in den nächsten Tagen dann von mir erhalten. Das hier ist der Chemical Guys Hot Glazed Buns Cinnamon Roll Scented Air Freshener. Das ist also mit anderen Worten ein Innenraumduft, der nach Zimt bzw. Zimtschnecken riechen soll. Und diejenigen von euch, die schon lange bei unserem Kanal dabei sind, die werden wissen, dass Zimt mit deutlichem Abstand mein absoluter Lieblingsgeruch ist. Und deswegen wollte ich den unbedingt haben und deswegen freue ich mich jetzt wie ein Schnitzel drauf, den mit euch zusammen erstmalig anzuwenden und zu testen. Der Sprühkopf ist gewohnt scheiße bei den Chemical Guys. Jetzt. So, Achtung. Es könnte gleich eine leichte Überreaktion geben. Wow! Boah, ich weiß nicht, was ich euch sagen soll. Die anderen Düfte von den Chemical Guys, die ich persönlich sehr mag, der Mom's Pound Cake, der Rico Horchatas, der American Pie, die haben teilweise Zimt mit drin. Die riechen gut, wirklich, wirklich gut. Die riechen herausragend aus meiner Sicht sogar. Die Shiny Chiefs haben ab und zu Düfte, wo Zimt mit dabei ist. Gerade jetzt über Weihnachten gab es da ein paar. Und auch der Shiny Garage Zimtduft war wunderbar. Aber das hier ist mit sowas von einem klaren und deutlichen Abstand der beste Zimtduft, den ich jemals gerochen habe. Wahrscheinlich, weil er eben kein reiner Zimtduft, sondern eben dieser Zimtschneckenduft ist. Das heißt, da ist noch ein bisschen was Süßliches mit dabei, was die sehr, sehr herbe, erdige Note vom Zimt auffängt und so ein bisschen ausgleicht. Das ist, ich bin sowas von froh, dass ich den Jens gefragt habe, ob er mir das hier mitnehmen kann. Das ist für alle Duftfreunde unter euch der absolute Wahnsinn. Und Waschguru hat mir bereits versprochen, sobald der auch nur ansatzweise in Zentraleuropa verfügbar sein sollte, wird der sofort in den Shop mit aufgenommen. Und dann kann es tatsächlich sein, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben einen 5 oder 25 Liter Kanister von einem Innenraumduft mir besorgen werde. Ich werde dieses Video ein bisschen anders beenden, als ich es sonst tue, denn ich würde mir von euch wünschen, dass ihr dem Jens und seiner Frau einen dicken, fetten Daumen nach oben für dieses Video bzw. dafür dalasst, dass sie uns diese Produkte nicht nur organisiert haben, sondern teilweise sogar aus der eigenen Tasche bezahlt haben, weil Jens gesagt hat, ihn würden die Testergebnisse wirklich interessieren. Jens, vielen, vielen, vielen Dank an dich. Das ist eine Riesenhilfe, wenn Community-Mitglieder wie du uns Sachen aus den USA besorgen, die es hier noch gar nicht gibt, die aber trotzdem in der Detailing-Szene so ein bisschen in aller Munde sind und deswegen interessiert sich unsere Community dann ja auch brennend dafür, wie diese Produkte denn tatsächlich performen und ob sie unseren Testkriterien eben auch standhalten. An euch, liebe Community, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Tschüss!